Ich darf euch wieder recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Origins. Seit gestern ist das neue Update draußen. Und zwar ist jetzt mit dabei die Entdeckungstour. Und ja, ist im Endeffekt ein virtuelles Museum mit einer geführten Tour durch die historischen Schauplätze. Ohne Quests, ohne Kämpfe. Das heißt, wir werden mal starten und schauen, was uns erwartet. Laden. Ich glaube, das Laden da auch wieder so ewig dauert. No. Tja, ob das halt noch was wird? Ist die Frage. Ja, es wird was. Mit Inhalten, die von Ägyptologen zusammengestellt wurden und unzähligen Bildern aus Museen und Bibliotheken aus aller Welt, wollen wir die Leidenschaft teilen, die uns die letzten 4 Jahre bei der Entwicklung von Assassin's Creed Origins angetrieben hat. Willkommen bei der Entdeckungstour von Assassin's Creed, das alte Ägypten. Geführte Touren werden dich zum ästhetischen Sehenswürdigkeiten bringen und mit den alten Ägyptern und ihrer Kultur vertraut machen. Genießen die gewaltigen Panoramen dieses wunderschönen Landes aus der Vogelperspektive oder nutze einen Avatar, um bis an die Spitze der großen Pyramide zu klettern. Da waren wir schon oben. Steuere ein Boot an den Nilufern entlang oder reite auf dem Rücken eines Pferdes durch Wüsten und fruchtbares Land. Und wenn dich ein Ausblick ganz in seinen Bann zieht, kannst du ihn mit dem Fotomodus festhalten und mit deinen Freunden teilen. Wir hoffen, du genießt deine Zeit in Ägypten. Fangen mit ihr an. Okay. Wir dürften hier vor Alexandria stehen, wenn ich alles täuscht. Wow. Ja, wir bewegen. Na, was sag ich? Alexandria, Planung der Stadt. Anzahlstation 8. Region Alexandria, erfahren mehr über Entwurf und Gestaltung der Stadt Alexandria. Geschätzte Dauer 6 Minuten. Dann nehme ich so den Beginn mal die Tour. Willkommen bei Alexandria, Planung der Stadt. Alexanders Plan, seine große Stadt zu bauen, begann mit einem Vers aus Homers Odyssee. Eine der Inseln liegt im wogenstürmenden Meere, vor des Ägyptos Strome. Die Menschen nennen sie Pharos. Geleitet von diesen Hinweisen gründete Alexander der Große seine zukünftige Stadt am westlichen Ende des Nildeltas. Okay. Aha, mehr Infos. Legendärer Standort, Alexander Plan der Stadt. Okay. Das war Station Nummer U1. Obwohl Alexander diesen Ort als ideal für seine große Stadt betrachtete, gab es dort erhebliche Herausforderungen. Zu schwer zugänglich bei Stürmen, es drohten durch die umliegenden Sümpfe Krankheiten und der Kalksteinboden verhinderte das Wachstum gesunder Pflanzen. Aufgrund des Einflusses seines Mentors Aristoteles erkannte Alexander der Große jedoch, dass der wahre Vorteil die strategische Platzierung war. Alexander wusste, dass er durch die Kontrolle Pelusiums im Osten, Memphis im Süden
und seiner krönenden Herrlichkeit Alexandria im Westen ein Dreieck etablieren würde, das ihm erlaubte, das gesamte Delta zu kontrollieren und gleichzeitig den Zugang zum Mittelmeer zu wahren. Die großen Mauern von Alexandria hatten einen bescheidenen Anfang. Ohne Kreide, um die Fundamente der künftigen Stadt zu umreißen, mussten die Architekten stattdessen Mehl verwenden. Schwärme von Zugvögeln stießen herab, fraßen das Mehl und vernichteten die Pläne. Dies veranlasste Alexander, die Orakel um Rat zu bitten. Diese versicherten ihm, dass seine zukünftige Stadt bestimmt sei, eine große Bevölkerung zu ernähren. Ich kann es doch hier durchlesen. Aber meistens sehen das, was eigentlich schon vorgelesen worden, gesagt worden ist. Ja, ist ja auch nicht schlecht, ne? Ausgrabungen unter der Führung von Mahmud el-Falaki im 19. Jahrhundert ergaben, dass die Mauerumfriedung etwa 5,2 Kilometer lang und 2,2 Kilometer breit war. Sie war circa 9 Meter hoch. Bist du denn des Wahnsinns? Ja, das ist ja Strecken, hätte ich gesagt, ne? So, gehen wir gemütlich weiter. Gemütlich. Komm, wir wollen alle den Hintermarken sehen. Nein, mal nicht. Diese mächtigen Mauern sollten einer Reihe von Angriffen widerstehen. Auch denen des Königs von Syrien im Jahre 169 vor unserer Zeit. Erst 295 unserer Zeit fielen sie schließlich. Nach 8 Monaten unerbittlicher Angriffe durch die Truppen des römischen Kaisers Diokletian. Oh, Gallos! Noch die einige standhalten. So, das könnt ihr alles nochmal nachlesen, was gerade gesagt worden ist. Ich will jetzt keinen Reiten. Bei welches Reiter hat sie? Na, passt zu ihr, hätte ich gesagt, ne? Das ist das richtige Pferd für sie. Idiotin! Wir bleiben strikt auf der gelben Linie. Alexandria ist auch gar nicht klein. Alexandrias Hauptarchitekt, Deinokrates, wählte einen hippodamischen Rasterplan. Das Raster maximierte die Funktionalität mit breiten, geraden Straßen und darunter verlaufenden Kanälen. Alexander erkannte den militärischen Wert des Stadtdesigns. Die breiten Parallelstraßen ermöglichten ihm eine optimale Überwachung der Stadt und gleichzeitig den ungehinderten Truppenfluss. Ist aber auch ein schönes Bild. Jean-Claude Golden. Nicht schlecht. Aber ich muss, obwohl der Boden eigentlich so unfruchtbar ist, dass die Stadt so aufblüht, ist doch ein Wahnsinn, ne? Ein zentraler Korridor verlief vom Nordzugang des Mittelmeeres bis zum Mariuszee im Süden. Diese Durchfahrt diente als ungestörte Verbindung für den Handel und den Verkehr zwischen beiden Häfen. Viele der Straßen waren von prachtvollen Gebäuden und Parks gesäumt, darunter die Kanopische Straße mit ihrem eindrucksvollen Tor, das an das östliche Ende angrenzt. Also ich finde diese Zeichnung echt genial. Cool. So. Haben wir schon das Ende? Alexandria wurde wahrscheinlich auf einem bestehenden ägyptischen Dorf erbaut. Nach Vollendung verunglimpften die Ägypter die Stadt und weigerten sich, sie beim Namen ihres Gründers zu nennen. Sie behielten den Namen des Dorfes bei, Raket, das Gebäude, was im Hellenischen zu Rakotis wurde. Trotzdem blieb der Name Alexandria erhalten. Ogalos, Evge! Oh, warum nicht?
Ist hübsch. Oh, ein Erfolg haben wir freigeschalten. Willkommen bei der Entdeckung von Assassin's Creed. Du kannst jetzt das alte Ägypten in deinem eigenen Tempo entdecken oder mit Menü das Pausenmenü öffnen, um eine neue Tour auszuwählen. Meine 14 Touren allein Alexandria. Wie gesagt, machen wir einfach eine Alexandria weiter. So. Was? Achso, ja. Hä? Muss man das hatten wir vielleicht. Ich will auch wieder zurück. Oh, ich hab gesagt, wir gehen am Julius Caesar durch. So. Ja, aber wie kriege ich die jetzt geführt, die Tour? Schnellreise, warte mal. Können mit Caesar spielen. Wie geil ist das? Julius Caesar. Ich weiß immer was über Charaktere auch erfahren. Oder wir Scheiße fahren haben. So, 6 Stationen im Handelszentrum. Willkommen bei Alexandria, ein Handelszentrum. Die Häfen Alexandrias waren wirtschaftliche Knotenpunkte, die Ägypten mit dem gesamten Mittelmeerraum und entlegeneren Regionen verbanden. Täglich strömten gewaltige Mengen an Materialien und Gütern durch die Stadt. Der große Hafenmarkt wurde Emporium genannt. Dort verkauften die Schiffseigner, die sogenannten Naukleros, ihre Waren an die Zwischenhändler. Hatten wir schon. So, weiter geht's. Hallo, erkennt mich denn niemand hier? Ich bin's, Julius Caesar. Schön stolzieren über den Markt. Entsade ist die, Borodi. Oder sie an den Ochsen. Hä? Geht zu ihm oder geht er noch weg? Siga mir, nicht geh. Also? Kalau de su, Borenzen. On betenef hotep ma atefem betem ayochem sinet jesse ponimo e moya nikede si mande dune aha okay antrobe agate agoin me udepos dinaste Ägypten exportierte Nahrungsmittel und Kunsthandwerk wie Keramik, Glas, Goldschmuck und Münzen. Die lokalen Keramikwerkstätten mit ihren traditionellen Techniken konkurrierten mit ausländischen Produkten. Die Textilindustrie florierte. Was Ägypten nicht selbst herstellen konnte, wurde gegen Rohstoffe wie Weizen oder Papyrus eingetauscht. Am begehrtesten waren Pinienholz aus Syrien, Eisen und Marmor von den griechischen Inseln, Gold aus Spanien und exotische Früchte aus Europa. Der umtriebige Handel vergrößerte den ohnehin schon maßlosen Reichtum der Stadt. Alter, noch ein Stück.
Das importierte Holz, das in Alexandrias Seehäfen ankam, wurde in die nahegelegenen Werften gebracht, wo man den Großteil der ägyptischen Schiffe baute. Die Werften beschäftigten Zehntausende Menschen und trugen dazu bei, Ägypten zu einer der größten Seemächte dieser Zeit aufsteigen zu lassen. Alle Hölzer, die nicht bei Schiffsbau zum Einsatz kamen, wurden weiter ins Landesinnere Ägyptens verschickt. Boah. Schaut sich da mal die Konstruktion, wie die das Holz bearbeiten. Sowas können wir uns ja jetzt in Ruhe anschauen. Geil. Oder Zehntausende Werftarbeiter. Das ist heftig, ja? Wenn wir das heute noch so hätten, hätten wir viel abgeschlossen. So. Aber du, Igo, du glaubst muss. Der südliche Hafen des Mariotsees war der größte Alexandrias. Abgesehen von einer Abzweigung nach Westen maß der See in der ptolemäischen Ära 40 bis 50 Kilometer von Nord nach Süd. Seine Wasser wurden von den stetigen Zuflüssen des Nils gespeist. Neben dem See gab es auch einen künstlichen Kanal, über den auf Frachtkähnen Waren von der Stadt zum Hafen transportiert wurden. Wegen seiner Größe kommt er im Spiel aber nicht vor. Ja, das wäre doch was gewesen, ne? Ja. 40 bis 50 Kilometer großer See. So, zwei Stationen haben wir noch. Ich probiere einfach mal geil aus der Statuen. Ja, so, auf sowas schaut man eigentlich, wenn man spielt, nicht? Der hat sich gerade beinahe hingelegt. Was machst du da? Ja, klar, Julius Caesar legt sich da mit. Das ist ein Bild. Julius Caesar am Strohboden liegend. Genau. Eine der Neuerungen, die die Griechen in Ägypten einführten, war das Bankwesen. Herzstück des Reichtums Alexandrias war das Erheben königlicher Steuern auf nahezu alles. Einfache Waren wie Salz, Öl, Bier, Weizen oder Lein wurden hoch besteuert. Die gut gefüllte Schatzkammer Alexandrias konnte so eine gewisse wirtschaftliche Stabilität in ganz Ägypten gewährleisten. Was damals eh noch harmlos. Wenn wir heute schon Steuern haben. So. Ich frage mich, ob die Punkte jetzt wirklich nur deine Kur sind. Oder ob die jetzt mit dem Update auch ins Spiel reinkommen sind. Das wäre schon interessant zu wissen. So, letzte Station für heute. Im 12. Jahrhundert versandete schließlich der Kanal, der den See speiste. Und der Mariotsee verlor seine Verbindung zum Mittelmeer und einen Großteil seines Wassers. Er begann zu verdunsten und schrumpfte auf einen Bruchteil seiner ursprünglichen Größe. Heute wird der Mariotsee durch künstliche Bewässerung erhalten. Allerdings besitzt er nur etwa 17% seiner ursprünglichen Fläche. What? Nur 17%? Das ist heftig. Das ist echt heftig. Gut. Dann liebe Leute, ich sag, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, um uns Alexandria weiter anzuschauen. Was hab ich denn noch? Schon 22 Stationen. Das wäre eine ganze Folge, bis du ansag. Gut. Aber für die nächste Tour nehmen wir uns dann vielleicht viel zu viele Charaktere. Ich sag, jetzt haben wir einen Caesar gehabt, jetzt nehmen wir als nächstes die Cleopatra für die nächste Tour. Yay! Und bis dahin.
darf ich bei euch recht herzlich bedanken fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet auch beim nächsten Mal ein. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss. Baba.